Jetzt nehme ich das hier mit. Und diesen Koffer nehme ich auch mit. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Gadget Inspectors. Ihr wisst es, ich arbeite sehr gern bei Rocket Beans. Das Problem ist, es gibt hier ziemlich viele garstige Diebe, die mir regelmäßig mein Essen klauen. Deswegen musste ich etwas tun, etwas unternehmen. Und dabei hat mir Vodafone geholfen. Vielen lieben Dank. Sie haben mir nämlich dieses hier zugeschickt. Das ist das V-Home Safety Starter Kit. Damit kann ich meine Butze hier wunderbar überwachen und den Dieb dingfest machen. Was ich dafür bekommen habe und wozu man das einsetzt und ob das auch funktioniert, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und jetzt zeige ich euch mal, was Vodafone mir hier Tolles geschickt hat. In diesem Paket enthalten zum einen natürlich hier diese Kamera. Ja, ganz klar kann ich den Raum mit überwachen. Dann haben wir dieses Ding hier, das kommt in die Steckdose. Das ist eine Alarmanlage, die kann ganz schön laut werden, wenn hier ein Übeltäter sich zu schaffen macht. Und dann gibt es diese Dinger. Die sind auch ziemlich cool. Die kann man zum Beispiel an eine Tür machen. Wenn die so zusammen sind, dann ist alles in Ordnung. Wenn jetzt jemand kommt und die Tür öffnen will, entfernen die sich voneinander. Und dann weiß die Alarmanlage, jetzt brüllig, aber mal richtig los. Denn das soll ja nicht passieren. Und dann haben wir zuletzt noch dieses Ding hier. Das ist das Hub. Hier werden alle Geräte zusammengeführt, sozusagen. Außerdem, und das ist ein extra Gadget, das war nicht in diesem Paket enthalten, haben wir hier diesen GPS-Tracker. Ja, das könnt ihr an irgendeinen Gegenstand machen, der euch lieb und teuer ist. Und wenn der dann gemopst wird, dann könnt ihr über dieses Gerät diesen Gegenstand verfolgen und wisst genau, wo der sich aufhält. Könnt dann entweder eure Freunde anrufen und den Dieb selber stellen oder ihr meldet euch bei der Polizei. Ja, und diese Geräte, die werden natürlich auch irgendwie gesteuert. Und wie sich das im Jahre 2020 gehört, funktioniert das über eine App in eurem Smartphone. Und wie die aussieht, das zeige ich euch jetzt. Komm mal her. Wie bei Vodafone heißt unsere App. Und ihr seht schon, hier kann ich tatsächlich alle Geräte verwalten. Ja? Dann gehe ich mal hier auf Smart Things und bin direkt in meinem Büro. Und hier seht ihr, die Kamera ist hier schon mit so einem kleinen Kästchen aufgeführt. Der Multipurpose Sensor natürlich, die Smart Things Siren, ja, Sirene ist Englisch für ziemlich laut, und mein V-Home. Und darüber kann ich also alle Geräte verwalten und steuern. Und hier bekomme ich auf dieser App auch alle Informationen. Wenn zum Beispiel ein Dieb in meine Wohnung kommt, dann werde ich direkt benachrichtigt und bekomme auch unter Umständen das Videobild angezeigt, wenn ich das denn so eingestellt habe. All das könnt ihr hier in dieser App verwalten. Und ihr könnt auch genau steuern, wie die Kamera und die anderen Geräte sich verhalten sollen, indem ihr Regeln aufstellt. Das ist fast ein bisschen wie Programmieren, nur dass es kinderleicht ist. Dafür geht ihr hier oben auf das Menü und dann hier auf den Punkt Regeln. Ja, und da seht ihr, hier ist schon mal eine Regel programmiert. Da steht, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt, dann steuert sie die Sirene, also die Alarmanlage an. Die soll dann direkt losgehen. Außerdem wird dann das Kamerabild aufgenommen und an mich gesendet. Das ist eine ganz einfache Regel, die ihr quasi auch per Drag and Drop einfach erstellen könnt. Aber weil die Dinger natürlich nur funktionieren, wenn man sie auch anschließt, werde ich das Ganze jetzt mal hier aufbauen. Los geht's. So, wir beginnen mit dem Hub. Der braucht zum einen natürlich Strom. Neben dem Strom benötigt es auch einen Internetanschluss. So. Auch für die Kamera brauchen wir natürlich ein Stromkabel und die packe ich an einen Ort, der möglichst den ganzen Raum abdeckt. Es gibt ein Weitwinkelobjektiv, das hilft natürlich dabei. Ich glaube, ich packe das einfach hier mit rein, wo unsere guten Fernsehpreise stehen. So, jetzt wollen wir die Tür nochmal sichern. Und zwar kommt das eine Gerät hier ran und sein Pendant. Und ihr habt natürlich mitgezählt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, das ist unsere Alarmanlage. Hier kommt dann der laute Ton raus. Und das Ding stecke ich mal hier unten, so ein bisschen in die Nähe der Kamera. Leuchtet direkt. Sehr schön. Jetzt habe ich hier eigentlich alles präpariert. Eine Sache fehlt aber noch. Dieser GPS-Tracker, den packe ich erstmal natürlich in die Hülle rein, damit er gleich keine Kekskrümel abbekommt. Und dann verstecke ich den hier schön drin. Guck mal hier, meine Lieblingskekse, königliche Butterkekse. Hier kommt der rein. So, das ist der Köder. Den stelle ich hier hin.
Und wenn jetzt der Essensdieb kommt, um mir die Dinger zu mopsen, dann kann ich genau verfolgen, wo er die hinschleppt. Natürlich irgendwo in seine Räuberhöhle. Jetzt heißt es nur noch abwarten, der Raum ist präpariert. Ich verstecke mich. Oh! Eine Meldung. Aktivität erkannt. Kamera hat Aufnahme gestartet. Das gibt's nicht, der Simon, der klaut alles! Das gibt's doch nicht! Und diesen Koffer nehme ich auch mit. Ja gut, das war jetzt nicht der perfekte Diebstahl. Da habe ich noch ein paar Sachen, durch den Alarm sind mir ein paar Sachen entgangen. Aber für eBay wird es reichen. Jetzt erstmal einen Kaffee. Ich habe den GPS-Tracker in der Keksdose versteckt. Und das bedeutet, ich kann jetzt einfach mehr hier mit Track als iSafe hier mir eine Landkarte aufrufen. Und da wird mir genau angezeigt, wohin Simon sich flüchtet, der alte Übeltäter. Selbstverständlich weiß ich ganz genau, wo Simon hin ist, nämlich hier in dieses Café. Ey, Simon, das gibt's doch nicht, ne? Du kannst gerne von meinen Keksen haben. Was? Ja gut, den kannst du da haben, der ist eh schon braun. Weißt du, was das hier ist? Das ist ja wohl... Das ist ein GPS-Tracker, der hat dich überführt. Der war da drin? Der war da drin. Das musst du mir erstmal beweisen. Den habe ich versteckt. Ich habe sogar Kamerabilder, wie was? Du meine Sachen klaust. Und damit bist du überführt. Du bist also der Typ, der über Monate, wenn nicht über Jahre, mein Essen geklaut hat, meine Kekse geklaut hat. Jetzt zeige ich dir mal, wie ich dich geschnappt habe. Und zwar mit folgenden Gadgets. Das ist das Hub, das führt alle Geräte zusammen, dies hier. Dann der Reihenfolge nach. Das hier ist das Teil, was an der Tür befestigt war. Damit habe ich gemerkt, oder beziehungsweise das System, dass du die Tür geöffnet hast. Daraufhin wurde natürlich der Alarm ausgelöst und auch... Das war der. Ja, das ist der Alarm. Und auch die Kamera hatte ich da dabei beobachtet. Und falls du das immer noch abstreiten möchtest, hier, schau mal. Denn du bekommst inklusive 10 GB Speicher, wenn du das Paket abschließt. Das kostet je nach Angebot zwischen 5 oder 10 Euro im Monat. Und da hast du auch 10 GB inklusive, wo dann diese Videos auch abgespeichert werden. Das ist sehr interessant, zum Beispiel, wenn du mal vor Gericht musst. Ja. Du möchtest beweisen, dass du nicht der Dieb bist, was in deinem Fall jetzt schwierig wäre, weil ich habe die Aufnahmen von dir. Dann wäre es für dich ein Problem. Guck mal hier, da schleichst du dich rein. Wie schäbig du das auch machst. Ja, schäbig, das ist hier, ich bin ja ganz öffentlich. Ich rufe, glaube ich, gerade jetzt auch noch, ich leih mir das mal aus und dann gehe ich raus. Guck, ganz normal gehe ich da raus. Ja, ganz genau. So laufe ich immer. Das sind die Sachen, die mir geholfen haben, dich jetzt hier quasi dingfest zu machen. Aber der Grund, weshalb ich dich gefunden habe, weshalb ich dich aufgespürt habe, das ist dieses kleine Gerät hier. Und das ist der V-Multitracker. Das ist ein GPS-Tracker sozusagen. Moment, das ist und gar kein Keks. Das ist kein Keks, er sieht verblüffend ähnlich einem Keks aus. Dachte der jetzt in so einer Schutzhülle, weil der so besonders ist. Nee, und der kann deine Position natürlich tracken. Und das ist quasi nochmal ein eigenes Gadget, das gehört jetzt nicht zu diesem Paket dazu. Und das kannst du natürlich an deinem Fahrrad befestigen oder den Sattel schieben, wenn du Angst hast, das wird dir nachts geklaut. Und dann kannst du den Dieb selbst quasi stellen, wenn du dich stark genug fühlst. Oder das Fahrrad wieder aus der Elbe ziehen. Ja, ganz genau. Oder du packst es deinen Kindern in den Rucksack und weißt, wo die sind. Macht uns das nicht alles zu misstrauischen Menschen? Tja, ich weiß es nicht. Ist es nicht viel wichtiger, dass man seinem Freund vertrauen kann, dass er die Kekse vielleicht wieder zurückgebracht hätte? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, vermutlich. Ja. Naja, wer auch immer für diese Geräte ein Einsatzgebiet auftreiben kann, der kann das für 240 Euro, der Preis schwankt mal hier und da ein bisschen mehr. Aber je nachdem, weniger. Was man damit absichert, kann ja. sich das ja sogar lohnen. Genau, kann man sich das ganze Paket ja kaufen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Vielen lieben Dank, Simon, dass du deinem Trieb des Diebstahls. Ich kann einfach nicht anders. Ja, dass du ihn ausgelebt hast. Ich weiß hast. Auch nicht, warum das so ist. Kleptomanie. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Gadget Inspectors. Bis dahin vielen lieben Dank an Vodafone für diese tollen Geräte. Danke. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Nein, Simon.